Corona sogar. Uiuiui, also das ist schöne und gute Bier. Komischerweise, warum sind. Also, warum denn hier oben? Also. Na ja, gut. Gut, Trailer ist ein bisschen weiß. Die Felgen. Aber. Ist halt wie es ist. Begrenzung gibt es. Ob es eine Begrenzung gibt es die? Und direkt die erste Ampel. 6,8 Kilometer. Wann werden wir denn dort erwartet? Nach Bitum, okay. Das ist eigentlich eher der falsche Uploadort, also irgendwie was weiß ich. Eddies oder sowas oder Walmart wäre schon geeignet gewesen. Oh, wir müssen da in einem in den Touren fahren. 4.26 Uhr werden wir erwarten. Oder sollen wir dort sein? Ja, das ist im Rahmen, wir werden im Rahmen da sein. Also, ja. 16 Uhr. 26. Eastern Daytime werden wir dort erwartet. Das ist direkt im Rahmen. Schicken wir. Passt. Perfekt. Haben wir scheinbar unser erstes Zufallsereignis, was ich jetzt gesehen habe zumindest. Ich glaube zumindest, dass es ein Zufallsereignis ist. Ja, Landstraße ist halt schon zeitlich. Wenn man es eilig hat, ist es nicht wirklich perfekt. Also aber auch gut, ich glaube, wir haben einen Zeitdruck. Ich weiß gar nicht, ob wir einen Zeitdruck haben. Da habe ich jetzt gerade eben beim Auswählen nicht wirklich darauf geachtet, sondern einfach nur, dass es mal eine Anstrecke ist. Schnelle Nachricht. Und gleich rechts, rechts, links natürlich. Links rum. Achso. Oh, Unfall. Zum Glück nicht mit uns. Oh, Corona auch noch vor uns. Wir bringen einfach aber nicht. Warum geht es denn nicht voran? Das ist ein bisschen ungünstig. Würde ich fast behaupten. Was ist hier? Also ich bin ja, ich glaube, ich überhole einfach, weil das scheint nicht voranzugehen hier. Wobei wir hinten keinen Platz haben und vorne auch nicht wirklich. Nämlich die Konsole, glaube ich, nicht aktiviert leider, deswegen kann ich den Traffic hier nicht kurz clearen oder sowas. Deswegen umgehen wir das Ganze einfach mal so und
wir spielen das einfach mal aus, als ob das hier irgendwann weitergegangen wäre. Sind halt schon endlose Weiten hier, ne? Also das ist bei mir zumindest so das Problem, da komme ich eher weniger in Redeschwallung, weil ich einfach hier in die Natur abschweife. Von da ist das, denke ich mal, zumindest für dieses Projekt vielleicht keine schlechte Idee mit der nennen wir es mal Multi-Aufnahme. Aber mit der nehmen wir es mal Multi-Aufnahme. Aufnahme-Session, um es zu sagen. Da hinten müssen wir wieder langsam werden, natürlich, wenn es wieder bergauf geht. Dann gehen wir schon wieder runter auf 87 Kilometer schon da. Vielleicht. Ja, passt, denke ich. Ansonsten werden wir einfach noch ein bisschen langsamer. Und was können wir auch ein bisschen wieder ausschließen und Gas geben, aber den haben wir mal, den können wir gut behalten jetzt mal. Solange es einspurig bleibt, und ich glaube, es wird noch lange einspurig bleiben. Vielleicht sogar nicht enden, weil wir einspurig sein. Ja, ja. Nicht wirklich voran oder irgendwann mehr oder weniger. Fast beruhigende Geräusche, ne? Die LKWs werden vorbeirauschen. Landschaftlich von der Kurve, von den. Landschaftlich ist es halt doch eintönig, aber. Dadurch, wir kriegen auch, glaube ich, mehr Geld rein als bei ETS 2 und ATS, also ETS 2 Shuffle 3 Reloaded und bei ATS Shuffle 2 Reloaded. Also wir werden hier bei Shuffle 3 Reloaded auch, denke ich mal, sehr viel früher oder deutlich früher, glaube ich, kann man es besser formulieren, ein bisschen deutlich ist nicht sehr viel, aber trotzdem früher. Wir werden deutlich früher die Möglichkeit haben, uns unseren ersten Truck zu kaufen, als in den anderen Staffeln oder in den anderen Projekten trifft es, glaube ich, besser. Es irritiert mich, dass im Vorschaubild das so stark verpixelt ist. Aber das kann natürlich sein, dass es irgendwie die Wiedergabe auf 360 oder sowas limitiert ist. Weil es halt eine Vorschau nur ist. Auch wenn es nur eine Stream-Vorschau ist, aber das ist schon ein bisschen irritierend. Da ich immer noch keine ausgelassenen Frames habe, ist alles in Butter.
glaube, die fahren einen Ticken schneller als 80, ja, als 87. Es geht jetzt gleich runter auf den. Ist das ein Highway oder ist das wahrscheinlich kein Highway, sondern was anderes? Da möchte ich jetzt mal gucken, ob man das da irgendwie sehen kann. Was das ist. Nee, kann man nicht. Schade. Muss ich vielleicht mal, wenn da irgendwie ein Schild gleich ist, nochmal auflinsen. Aber das würde mich halt schon interessieren. Ich will ja auch nichts. Zum einen will ich nichts Falsches sagen und zum anderen will ich auch nicht zulegen. Das ist ja nur Speed Limit. Oh Gott, das war jetzt. Jetzt wollte ich was anderes machen, jetzt bin ich zu weit gefahren. Das weiß ich jetzt schon. Scheiße. Ich wollte doch nur gucken, ich wollte eigentlich auf eine Pause drücken, aber das mit Pause kam mir nicht rechtzeitig ran, doch ich habe ich bin nicht gebremst. Gleich geschafft. Oh, really? Falls ich überhaupt dran steht. Natürlich nicht. Oh. Das war ein bisschen rabiater als geplant. Weil ich will das, was ich vielleicht auch sogar vergessen habe, kann natürlich auch sein, wieder. Ach, 350 Kilometer nach Champlo. Ich habe auch erstmal ein Stückchen bergauf und ich glaube, es geht deutlich langsamer. Wir wollen deutlich langsamer fahren. Wir brauchen die Reifen, wir müssen weiter hochfahren, oder schneller hoch. Ich meine, das sind ja auch LKWs, genau wie wir. Wir haben auch wahrscheinlich Last zu schleppen. Sollten wir darunter auf 79 gehen. Ah, das können wir dann machen, wenn wir aufgeschossen haben. Muss mit Rebet sein. Und dann waren es nur noch 79 oder 80, je nachdem, aber ganz gut geschätzt mal wieder, aber wobei es wahrscheinlich, das ist jetzt nicht so, das ist jetzt schwer.
Aber ist halt schon etwas langsamer als sollte, könnte, dürfte. Irgendwas in der Richtung passt. Ich muss das so umschreiben. Oder? Das eins fehlt noch. Okay, das. Das und das. Allein deswegen muss ich schon dahin. Vielleicht doch wieder 67. 87, meine Güte. So, da, hier, zack. Wieder runter. Oder wieder. Ja, ein paar Mal wieder. Doch. War schon mal ein Verbindungsstück. Okay. Marathon. Oh. Mal, jetzt kommen wir auf den Knell Highway. Canada One. Ich weiß schon. Oh Gott, das ist einfach viel zu lange her. Aber ich glaube, das ist jetzt so der Einsame. Canadian Highway Number One, irgendwie sowas. Ich weiß, das ist echt zu lange her. Ich sag hier eh nur wieder Falsches. Krass, wie man wieder vergessen kann. Voll aus. My bad. Und wieder ein kurzes Stück, bis wir wieder links abbiegen. Moment, erstmal wieder runterrollen lassen aus dem 80 Kilometer schon wieder Gummi gehen und anschließen. Also die extrem niedrige Latenzen, gerade zumindest bei mir, außer dass ich nicht ups, auf dem aktuellsten Stand bin, aber das sind aktuell 12 Sekunden und das ist für mich keine niedrige Latenz. Für mich ist eine niedrige Latenz, was weiß ich, 2 Sekunden und weniger vielleicht. Ist vielleicht auch eine Art Verwöhnung von YouTube, halt mal auch sein.
Ungefähr 16.26 Uhr sollen wir da sein. Passt ja. Ich muss mir mal als in Anführungszeichen Hausaufgabe machen für American Truck Simulator, dass ich da die Konsole aktiviere. Manchmal schon komisch Platz, ne? Aber was halt die KI? Ja, machst du nix. Zeit auf, aber zeitlich müssten wir im Bereich des erwarteten Rahmens dort ankommen. Schauen wir, wenn auch so die ein oder andere Ampel haben, jetzt haben wir schon abstoppt. Chapeau direkt vor der Nase. Mal gucken, was uns dann gleich erwartet. Oh, ein paar ausgelassene Frames haben wir jetzt doch. Aber nicht besorgniserregend viele.
es Gas geben, hat sich jetzt gerade gar nicht gelohnt. Wirklich so gar nicht. Wäre doch nicht nötig gewesen. Erster Aufenthalt in Chapleau. Wir müssen eigentlich nur geradeaus durch. Schon betrieben. Oder? Ging es gut. Haben wir unser Ziel erreicht. Sind wir sogar schon fast noch zu früh. Aber auch noch fast. Oh, really. Bitum ist gar nicht ganz geradeaus. Geradeaus und links wäre Dings. Der Walmart verschwindet so gesehen. Und das ist der Software. Dort haben wir Bitumen. Und wir sind zu früh. Wir müssen noch 4 Minuten warten. Okay. Weil wir müssen eh noch einparken. Das kann natürlich beim End Selection prinzipiell auch noch Zeit in Anspruch nehmen, aber nicht in diesem Fall. Nichtsdestotrotz sind wir immer noch 2 Minuten zu früh. Dann warten wir mal, bis wir abtüren, oder bis sie uns annehmen. Schön mit den Engine Brakes im Hintergrund. Oh. Oh, auch nicht schlecht. Service davon nach China nach Chapleau geliefert und ja. Ich nenne es mal überhaupt, ja. Ausgefroren wahrscheinlich falsch, trotzdem 8 Stunden Fahrt. Knapp, ja gut, 79 Gelden verbraucht, bekommen nur, also was nur bekommen haben wir dafür 4.800 Dollar und 319 Erfahrungspunkte.